Hallöchen, willkommen zurück zu Tales of Symphonia, wo die Prinzessin entführt worden ist. Wir eilen zur Hilfe, und zwar auf dieser Brücke. Der Auserwählte und Prinzessin Hilda treten gleichzeitig vor. Wenn der Austausch vollzogen wurde, heben wir die Zugbrücke. Wird Celeste auch nichts passieren? Ich weiß es nicht, wir müssen gut aufpassen. Hebt sie doch jetzt! Du bist nicht die Prinzessin. Ich bin es. Du kannst diese Augen nicht täuschen. Die Prinzessin ist schlanker als du. Oh. Kate, was machst du denn hier? What the fuck? Lauf! Der Patriarch, mein Vater, versucht den Auserwählten und die Prinzessin zu töten. Warte! Kämpfen wir? Oh. Das war jetzt unspektakulär. Sie wurde vergiftet. Hey, geht's dir gut? Mein Vater ist im Kaoratia-Wald. Ja, nicht so schlimm. Uns bleibt noch Zeit. Bringen wir sie nach Miltokyo. Oh Mann, das ist ja eine fast lange Quest. Oh, verfickter Patriarch. Ich fasse es nicht, dass er immer noch seine Tochter für solche Dinge benutzt. Wir sollten uns beeilen. Der Patriarch könnte die Prinzessin töten. Kaoratia-Wald, stimmt's? Gehen wir. Celeste, sind Sie sicher? Sie hassen Halbelfen. Das geht schon in Ordnung. Sie und der Halbelf, der vor langer Zeit meine Mutter umgebracht hat. Sie waren beide Opfer des Patriarchen. Ich höre damit auf, Leute zu hassen, nur weil sie Halbelfen sind. Guter, braver Celeste. Ich verstehe. Auserwählter. Und sie ist weg. Okay, das ist jetzt nicht so toll gemacht. Erzählst du es nochmal was? Okay, wir lassen das Haus in deiner Obhut. Mhm. Das war jetzt ein bisschen seltsam, dass das einfach so... Bup, alle Leute weg. Also, wir gehen sofort zum Kaoratia-Wald. Und ich habe herausgefunden, warum wir das Katzdorf nicht gefunden haben. Das ist wirklich ein Silverrand. Wobei ich mich dann aber frage, warum kennen die Katz aus Tethala das Katzdorf, das nur in Silverrand existiert? Fragen über Fragen. Wir gehen in den Kaoratia-Wald. Von welcher Seite gehen wir denn rein? Ach, vielleicht kommt da sowieso automatisch eine Cutscene. Schauen wir mal. Jo, sieht so aus. Bleib stehen! Woher weißt du, wo... Ah, es war Kate, nicht wahr? Ah, diese fucking Schlampe! Verräterin? Schlampe? Wie nennst du deine Tochter, bitteschön? Hallo? Wie kannst du sowas sagen? Du hast ihre Liebe missbraucht. Das wirst du bezahlen. Sachte, wir sollten uns nicht so aufregen. Yo, Patriarch, du sollst jetzt echt aufgeben. Ja, dieses Königreich war von Anfang an für mich bestimmt. Was ist denn falsch daran, es sich zurückzuholen? Ah, das Gerücht ist also wahr. Welches Gerücht? Dass der Patriarch das Kind des früheren Königs und einer Bürgerlichen ist. Deswegen konnte er überhaupt erst Patriarch werden. Genau. Wenn der Idiot, der jetzt das Land regiert, gestorben wäre, würde mir das Land gehören. Aber ihr musstet euch einmischen. Warum hast du die Prinzessin entführt? Für die Prinzessin habe ich keine Verwendung. Ich habe sie nur benutzt, um das Juwel des Auserwählten und um den Thron zu bekommen. Okay. Deshalb wolltest du, dass ich herkomme. Wenn ich dich hier und jetzt eliminiere, habe ich immer noch eine Chance. Soldaten, wenn ihr sie besiegt, verdoppel ich euren Sold. Holt sie euch. Ach, Soldaten. Ah, pappalapapp. Ach, die können doch gar nichts. Zack, der erste ist schon mal im Eimer. Der zweite folgt auch gleich. Und der dritte wird umgebrutzelt. Easy. Oh Mann.
Du! Also gut, wir nehmen dich mit nach Meltokio. Ach, du bist gekommen, um mich zu retten. Oh, sie schaut uns an. Oh, er wird rot. Naja, es... Salus, ich wusste, du würdest mich retten. Sorry, Lloyd. Halt die Klappe. Salus erhält den Titel Ritter. Hat der Auserwählte die Prinzessin gerettet? Klar doch, bringt den Patriarch nach Meltokio. Euch, Prinzessin, werden die Soldaten zum Schloss begleiten. Salus, und du? Kommst du nicht mit in meine... Also weißt du schon? Keine Angst, ich komme euch später besuchen. Du weißt ja. Oh, ich verstehe. Herzog Brian und Gefolge? Danke. Ich fühle mich echt zurückgesetzt. Die Prinzessin geht mir auf die Nerven. Ach, lass sie doch. Wir sollten jetzt seiner königlichen Majestät Bericht erstatten. Oh, wir werden automatisch zurückgesetzt. Sehr schön. Willkommen, Auserwählter. Willkommen, Herzog Bryant und Gefolge. Ich sagte doch, wir sind nicht sein Gefolge. Der Patriarch wurde offiziell seines Amtes enthoben und wird befragt. Ich hoffe, dass damit die Sache mit dem Patriarchen endlich geregelt ist. Yep. Ich habe mich entschieden, einiges zu ändern. Damit mich Leute wie der Patriarch nicht mehr ausnutzen, ich würde gerne mit der Hilfe des Auserwählten und der Kirche herrschen. Auserwählter, möchtest du mich dabei unterstützen? Nachdem ich meine Reise mit diesen Leuten beendet habe, aber? Findet einen Weg, das Gesetz gegen die Halbelfen, das vom Patriarchen erlassen wurde, aufzuheben. Salus. Ich hätte nie gedacht, dass ich sowas vom Auserwählten hören würde. Oh, das war sie. Naja. Es wird seine Zeit brauchen, die Diskriminierung ist tief verwurzelt, aber die Aussichten sind positiv. Dann werde ich auch positiv in die Zukunft blicken, nachdem meine Reise mit Lloyd vorüber ist. Salus, zur Feier meiner sicheren Rückkehr und der Wiederherstellung deines Namens wird ein Empfang veranstaltet. Du wirst doch daran teilnehmen, nicht wahr? Oh, ist das das Bankett? Ja, in der Tat. Sowohl der Auserwählte als auch sein Gefolge haben gute Arbeit geleistet. Ich habe den Hofdesigner angewiesen, für jeden Kleidung zu entwerfen. Wenn sie fertig sind, lasse ich sie zum Haus des Auserwählten bringen. Und wir werden euch später das Datum des Empfangs mitteilen. Bitte ehrt uns mit eurer Anwesenheit. Ihr habt wahrlich Gutes geleistet, mein Dank sei euch gewiss. Hey Babe. Oh, ich werde nie vergessen, was ihr für uns getan habt. Hey Dude, ich stehe in eurer Schuld. Merci. Ja. Oh. Dann lasst uns mal zum Haus des Auserwählten gehen. Mal gucken, ob's Kate dann schon besser geht. Mal gucken, ob die Klamotten schon da sind. Oder ob wir da erstmal... Falsch, ich muss noch eins weiter runter. Aber da drüben war ich noch nicht. Gibt's da noch eine Frau, der ich hier was aus den Taschen flirten kann? Nö. Mit diesen Männern rede ich nicht. Na gut. Ach, wir müssen noch eins hoch. Mann. Verwirrt. Moment. Ach so, nee. Jetzt dachte ich kurz, man könnte da langlaufen. Also. Wir sind zu Hause. Sebastian, hey. Sind die Klamotten schon da? Lord Salus, ein Paket von seiner Majestät ist angekommen. Oh, der Empfang oder was das war. Kleidung und Einladungen für jeden sind angekommen. Oh, geil, was für Kleidung wird es wohl sein? Ich kann es kaum abwarten, sie anzuprobieren. Der Empfang findet heute Abend im Empfangssaal statt. Oh, ich war noch nie bei einem Empfang, ich bin so nervös. Ja, der Empfangssaal ist nur Adligen zugänglich. Dürfen wir denn mitkommen? Na, das geht in Ordnung, keine Sorge. Doch jetzt sollten wir uns fertig machen. Wo ist mein Zeug? Oh, das ist bestimmt so mit Halskrause und aufgeplusterten Ärmelchen. Oh, bitte lass es sowas sein. Oh. Oh, es tut mir leid, aber es ist keine Sendung für Sir Amigo eingetroffen. Nein, hör zu. Der Name ist Lloyd. Was? Nichts da für mich? Nein, ich bin im Begriff, einen Boten in das Schloss zu schicken. Ich gehe selbst zum Schloss und hole sie. Ihr könnt schon ohne mich vorgehen. Oh oh.
Verlauf dich nicht, du Landei. What? Sind wir alleine? Wir sind alleine. Uiuiui, ui, ui. Was wird denn jetzt passieren? Oh. Sollen wir echt mit dem König sprechen für unsere Klamotten? Oh, was willst du? Seine Majestät ist bereits auf dem Weg in den Empfangssaal. Meine Kleidung ist nicht eingetroffen, was geht da vor? Was? Warte einen Moment, ich frag nach. Tut mir leid, dass Sie warten mussten, sie wurde in diesen Umkleideraum gelassen. Ich werde Ihnen beim Umziehen assistieren, hier und damit... Hi. Was? Nein, das geht schon, ich kann mich sehr... Leute, die wollte doch nur sein Schwert sehen. Na, das wird nicht gehen. Kommt jetzt, der Empfang beginnt bald. Oh, ist es wirklich so kompliziert? Bitte beeilen Sie sich. Oh. Wir haben Ihre Kleidung im Edelmannstil geschneidert. Der ist zurzeit sehr beliebt. Oh, steht Ihnen ausgezeichnet. Wirklich? Wir erhalten den Titel Edelmann. Also dann, wir werden Sie zum Empfangssaal begleiten. Ich find's schon selbst hin. Na, na. Sagen Sie nicht so etwas. Gehen wir. Oh, Dankeschön. Ah! Das war schlimm. Was war schlimm? Aber gut. Das sieht wirklich luxuriös aus. Mr. Lloyd, nehme ich an. Ihre Begleitung wartet auf dem hinteren Balkon. Es ist bestimmt China. Oh, die anderen Gäste warten ebenfalls gespannt auf Ihre Ankunft, Mr. Lloyd. Wieso steht der Rezeptionistin? Das ist doch ein Dude. Warum sprechen Sie nicht mit ihm, bevor Sie zum Balkon gehen? Ja, ich könnte mit dreien von Ihnen reden oder so. Wow. Sind wir fancy. Woo! Also mit drei kann ich quatschen. Oh, Celle sieht auch schnieke aus. Colette eher... ja, süß, aber irgendwie nicht so adelig. Presea auch nur so ein bisschen angesüßt. Rain sieht aus wie so ein kleiner Admiral. Jean ist einfach nur wie ein Schüler. Komm, wir reden mit Colette. Oh, Lloyd! Hör mal, jeder nennt mich Schönheit. Wenn du weiterhin so genannt werden möchtest, darfst du heute nichts Zollpartiges anstellen. Kein Problem, kein Problem. Oh, Colette erhält den Titel Schönheit. Regal? Du bist ganz rot im Gesicht. Der Auserwählte hat mich ein Paris genannt. Was? Und jetzt sehen mich alle so misstrauisch an. Ach so, aber du strahlst schon etwas von einem Dandy aus. Was? Tue ich das? What ist das denn? Ah, komm. Mit Genius quatschen wir auch noch. Hey, Lloyd! China hat mein Outfit angesehen und mich ausgelacht. Sie sagte, ich wäre wie für einen Feiertag angezogen. Feiertag? Was ist das? Es scheint ein Kinderritual aus Misoho zu sein. Genius erhält den Titel Feiertag? Was? Wow! Ja... Hi. Lloyd, ich habe ewig auf dich gewartet. China, oh, Wahnsinn, du trägst tatsächlich Frauenkleidung. Oh, Lloyd, du Vollidiot. Was soll das denn heißen? Nicht, dass mich deine Meinung interessiert. Haha, war doch nur Spaß. Es sieht gut aus. Du bist hübsch. Wirklich? Danke. Ich hab gedacht, ich fall unangenehm auf. Ach Quatsch, also mit sowas gebunden. Ach, deshalb freut es mich, ein Kompliment zu hören. Und wie sehe ich aus? Gar nicht so übel, wenn ich das mal so sagen darf. Oh ja, du siehst heiß aus. Ist irgendwie peinlich, wenn du es so gerade aussagst. Du tust erst cool und reagierst dann so? Mal im Ernst. Irgendwie kann ich die coole Masche nicht so gut abziehen, weißt du? Tja, das macht dich zu dem, was du bist. Sag mal, hast du Hunger?
Ich hätte hier was ganz Bestimmtes für dich. Hä? Huh? Lass uns runtergehen und was zum Futtern suchen. Oh, wir gehen schon zurück. Ich hätte jetzt eigentlich gerne noch so ein bisschen mit dir alleine hier oben verbracht. Mann, ich bin einfach hungern. Komm schon, lass uns gehen. Leute, du Idiot, ich wollte eigentlich mit dir Filme gucken. Filme gucken. China L. den Titel Killer Buddy. Oh, das passt aber richtig geil. Boah, der Empfang gestern war formeller, als ich gedacht habe. Tja, für arme Leute muss das ganz außergewöhnlich gewesen sein. Ich hab dir gesagt, du sollst uns nicht arm nennen. Ach ja. Aber wir sehen so gut aus. Oh. Aber China. Entschuldigung. Wir möchten nach Kate gucken. Keine Kate anwesend. Keine Kate anwesend. Okay. Auf Wiedersehen, Sir Amigo. Ich heiße zwar nicht Amigo, aber der Sebastian gefällt mir. Ist bestimmt sein unterschwelliger Humor. Also, was machen wir als nächstes? Ja doch, komm. Bevor ich jetzt noch mehr Quests trigger, gehen wir ins Katzdorf. Der kürzeste... Ach, keine Ahnung, was kürzer ist. Na, wir hätten auch nach Cyberg kurz vorbeischauen können für die andere Quest. Aber egal. Einmal komplett gegen den Turm gebumst. Moment, warum ist denn hier eigentlich der Wald in der Mitte so komisch? Gibt's hier was Besonderes? Nö. Na gut, auch nach Silverrand, Katzdorf besuchen und dann wieder zurück nach Meltokio. Ah ja. Hier ganz oben war das, glaube ich. Ach, das ist Iselia. Ich dachte schon, was ist das denn? Oh Mann. Also, das Dorf der Katz. Ach, die Musik ist schon klasse. Also, wir sollen mit dem Ältesten quatschen. Warum wollen die Katzen Noah nicht sehen? Ach, miau. Vor langer Zeit hat Noah unsere Rasse im Namen der Wissenschaft gejagt. Er wollte offenbar untersuchen, wie er aus uns Haustiere für Menschen machen kann. Deshalb mögen ihn die Katzen überhaupt nicht. Ich bezweifle, dass jemand Noah sehen will. Aber Noah ist krank. Sie könnten ihn doch wenigstens besuchen. Junge, wenn Leute, die Halbelfen verfolgt haben, krank wären, würdest du sie besuchen? Das ist... Miau. Dann gebe ich dir das hier. Ein Katzkostüm? Was ist das? Es ist ein Kostüm, das Noah früher getragen hat, wenn er uns gejagt hat. Damit kannst du dich als Katz verkleiden. Okay. Danke. Ich bin mir nicht sicher, ob sich Noah davon täuschen lässt. Ich weiß es nicht, aber lass uns mit Weiß darüber reden. Oh Mann. Und wieder zurück. Oh Mann, 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 Mann. Und wieder zurück. Ach ja. Mal gucken, was Weiß dazu sagt.
Nach der Thala? Jupp. Und wir fliegen in die Richtung. Auf nach Mel Tokyo. Ab ins Elendsviertel und dann mal gucken. Ob Weiß das Kostüm tragen wird oder Genius. Ich würde China am liebsten permanent so rumlaufen lassen. Killer Buddy. Ah ja, da kommt er schon. Genius, wie ist gelaufen? Weiß. Sorry, die Katz hassen Noah und wollen ihn nicht sehen. Oh, ich verstehe. Aber ich habe ein Katzkostüm, also werde ich es anziehen und zu Noah gehen. Oder meinst du, das ist keine gute Idee? Nein, gib bitte zu ihm, du musst hier entlang. Lloyd, gehen wir. Genius, hör zu. Was denn? Wir verlieren Weiß aus den Augen, los. Ach, schon gut. Also echt, komm, Beeilung. Genius, bitte rede mit ihm. Okay. Ich dachte, er kann sich nicht bewegen, wieso steht er denn da rum? Noah. Wer ist da? Ich bin ein Katz. Miau. Oh, tut mir leid. Könntest du ein bisschen näher kommen? Ich kann kaum noch sehen. Das ist... Was? Nichts. Danke. Jetzt kann ich endlich zu Martell. Was? Meine Zeit neigt sich dem Ende zu. Offenbar ist mein Geleit mich geholen gekommen. Nein. Danke, Junge. Dieses Katzkostüm. Da wurden viele Erinnerungen wach. Du wusstest es? Ich bin ein Katzforscher. Das erkenne ich leicht. Miau. Wir vergeben dir. Katz! Danke. Vielen Dank. Ihr seid zu mir gekommen. Ich habe versucht, euch zu fangen. Junge, auch dir danke. Jetzt bedauere ich nichts mehr. Rain, rette ihn. Tut mir leid, es ist schon... Es ist in Ordnung. Weiß ist jetzt bei mir. Lebt wohl. What the fuck? Noah! Danke, Genius. Weiß. Jetzt kann ich mit Opa gehen. Was? Was? Wovon redest du denn da? Ich bin schon vor langer Zeit gestorben? Du warst der Einzige, der mich sehen konnte. Ich konnte nicht mal einen Katz dazu bringen, mich zu bemerken. Dann bist du ein Geist? Vielen Dank und leb wohl. Was? War also ein Geist? Keiner von euch konnte Weiß sehen? Ja. Oh. Weiß. Viel Spaß mit deinem Opa. Miau. Wir vergeben. Ach, wir begraben Noah. Ich bin sicher, er wäre glücklich darüber. Ja. Ey, was ist denn hier alles an Story drin? Auch an so Nebenschauplätzen. Das ist ja krass. Und vor allem nicht hier so, och, happy Sachen, sondern schon ein bisschen heftige. Genius erhält den Titel Seelenmärchen. Ist es auch wieder nur ein Titel, damit er als Katz rumläuft, oder wie? Scheinbar. Puh, das ist eine richtige Titeljagd hier. Wandert China ihr nächstes Level ab? In fast 10.000. Da kann man dann auch ein bisschen freizügig rumlaufen lassen. So, dann haben wir diese Quest hinter uns. Sollen wir dann als nächstes wegen der Presea-Quest nach Cybeck? Ich glaube, das ist eigentlich eine relativ gute Idee. Auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen langweilig sein könnte, von wegen nur am Questen und so, aber ich möchte schon so ziemlich... Was heißt ziemlich alles? Ich möchte schon einiges von dem Spiel sehen. So. Das Weißmodell. Oh,
Was ist passiert? Meine Mutter hat sich verlaufen. Du meinst, du hast dich verlaufen? Ach Gott, es dachte ich da gerade, da steht, du bist ein Arschloch. Oh, du bist ein Aristokrat. Warum spricht ein Aristokrat mit mir? Ich bin kein Aristokrat. Oh, du und deine Mutter wurdet getrennt, nicht wahr? Ja. Lass uns nach seiner Mutter suchen, Lloyd. Okay. Wir sollen auf diesen Drecksbengel aufpassen? Du sollst sowas nicht sagen. Lass uns nach ihr suchen, okay? Oh Mann. Naja, wir ändern den Status von China mal wieder. Aber was haben wir dir eigentlich getrimmt? Auf Stärke habe ich... Ja, doch. Und wir nehmen Zealous als Anzeigecharakter. Und ich drücke immer die falsche Taste. Also, gib uns was. Oh. Ist sie nicht aus den Slums von Tokio? Den Gestank wird man nie los. Also lass sie nicht zu nah an mich herankommen. Ach, wir kriegen momentan keine Sachen, weil wir nach der Mutter suchen. Das heißt also, wenn die Mutter auch aus den Slums ist, dann dürfte die ja eigentlich nicht so nobel aussehen. Ich glaube nicht, dass man... Oh. Okay. Dann gehen wir halt mal hier rein. Sorry. Es wird anderen Probleme bereiten, also bring das Kind nicht hierher. Ich glaube, da können wir nichts machen. Vermutlich ist sie sowieso nicht hier. Das ist schlimm. Ja. Das geht schon in Ordnung. Wir armen Leute werden nun mal so behandelt. Also werden auch Bürgerliche von Aristokraten diskriminiert. Halbelfen und Menschen, Aristokraten, Bürgerliche. Auf der Theala gibt es mehr Diskriminierung als auf Silverrand. Ja, scheinbar. Ihr seid also diejenigen, die ein Kind aus den Slums mit sich herumschleppen und die Ordnung stören. Was? Das stimmt doch gar nicht. Dieses Kind hat sich verlaufen. Keine Ausreden! Dieser schmutzige kleine Bengel. Au, lass mich los! Still! In dem Laden drüben wurde etwas gestohlen. Ich wette, du warst es. Ich war's nicht, ich war's nicht! Hör auf, du Arsch! Ah, der Thalas Ansehen hat auch schon so gelitten. Hat auch so schon gelitten. Lass das Kind los! Wie kannst du es wagen, so mit mir zu reden? Du siehst zwar wie ein Aristokrat aus, wenn du aber Ruhestörung... Halt die Klappe! Siehst du das hier? Das ist das Bild des Auserwählten. Was glaubst du wohl, wen du vor dir hast? Ich bin Zealous der Auserwählte. Aus der edlen Linie des Mana. Tritt zurück. Wir bedauern zutiefst, dass wir dich nicht erkannt und zu unverschämt behandelt haben. Junge, du hast nichts angestellt, stimmt's? Ich habe nichts getan! Du hast ihn gehört? Dieses Kind hat sich verlaufen. Such seine Mutter, sofort. Hey, ja, mein Lord, verstanden. Mann, das war unglaublich. In diesem Land ist der Auserwählte ein Adeliger, der im Rang nur noch von der königlichen Familie übertroffen wird. Adeliger als du, Regal? Viel adeliger. Du bist der Auserwählte? Jupp. Yep. Nur weil du deine Arbeit nicht erledigst, hilft die Kirche armen Menschen nicht. Ah, du hast recht. Wenn du so denkst, dann tu was dagegen. Verlass dich nicht drauf, dass andere was für dich tun. Wenn es dir nicht gefällt, arm zu sein, such dir eine Arbeit. Wie kannst du nur sowas sagen? Was soll ich sonst sagen? Soll ich der Kirche sagen, sie soll den Armen so viele Almosen geben, dass sie ein lockeres Leben führen können? Das ist nicht fair gegenüber denen, die hart arbeiten. Wir Armen finden ja nicht mal eine Arbeit. Deshalb muss Mama von einer Stadt in die andere ziehen und sich mit den anderen Betten ver... Oh. Mama. Und was willst du dagegen tun? Ich bin ein Kind, also... Das ist doch nur eine Ausrede. Es gibt auch Arbeiten für Kinder. Tu nicht so, als ob du alles wüsstest, bevor du nicht dein Möglichstes getan hast. Wir haben seine Mutter gefunden. Anscheinend hat sie einen Lehrer um Arbeit angebettelt. Es tut mir leid, Auserwählte. Dieses Kind hat dir Probleme bereitet. Oh, das ist die Mutter gewesen, oder? Hast du überall bekommen? Nein, es scheint, dass man Leute, die so schmutzig sind wie wir, nicht einstellen möchte.
Geh zu meinem Haus in Mel-Tokyo. Was? Bestimmt kannst du wenigstens sowas wie Wäsche waschen. Nenn meinen Butler meinen Namen und du bekommst Arbeit. Wirklich? Wenn du aber nicht gut arbeitest, wirst du gefeuert. Streng dich also an. Vielen Dank. Das werde ich niemals vergessen. Vielen, vielen Dank. Okay, okay. Aber jetzt beeil dich, okay? Ich verstehe. Gehen wir. Danke, Außerwälder. Oh, sind wir nicht jetzt allerliebst. Wenn ich mich entschuldigen dürfte. Ja, verzieh dich lieber. Celis, du bist ja doch kein schlechter Kerl. Ach was. Sie war hübsch, also hat sie mir ein bisschen leid getan, das ist alles. Der Außerwählte ist bescheidener, als ich vermutet hätte. Ja. Und was er gesagt hat, verlass dich nicht darauf, das andere. Er hat damit einen wunden Punkt getroffen. Ja, das sollten wir nicht vergessen. Also, ich nehme jetzt Cybek aus. Werd wahrscheinlich gleich wieder irgendwas reinschneiden müssen, weil wir wieder was mit Presea triggern. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ciao!